und ich sage immer, ich habe schon lange wieder so scheiß Arbeit, aber ich wüsste gar nicht, wie es auf dieser Station aussehen würde. Den Spenden vor allen Dingen ohne jeden Menschen, aber man muss auf unserer Seite stehen und dafür einfach die wir noch mal ganz kurz durchgeben müssen, falls sich jemand zu diesem Auto gehörig fühlt. Es ist die 151. Dafür bräuchten wir bitte noch mal einen Fahrer, sonst wird sich gleich ein Laie hinter Steuer setzen, das wollen wir nicht. Und die 116, die 116, da wird auch dringend noch ein Fahrer gesucht. Wir suchen des Weiteren hier immer noch Leute, Abnehmer, Herr Steigerer, von unseren netten Merchandise-Artikeln vom FC St. Pauli und vom HSV zum Beispiel. Auch wenn Bernd ebenfalls vom Förderkreis sie wahrscheinlich selber gerne für seine Kinder mitnehmen würde, oder Bernd? Nein, meine Tochter interessiert sich wenig für Fußball, aber es gibt ja genügend, die sich mit Sicherheit hier für Fußball interessieren. Wir haben hier einen Ball vom HSV mit allen Unterschriften drauf und einen vom jetzt Konkurrenzverein vom HSV, vom Mitbewerber St. Pauli. Und wir hoffen natürlich, dass wir jetzt hier Abnehmer dafür finden. Und wir starten, die Trikots sind ja schon beide weggegangen. Die sind sehr gut weggegangen. Die sind sehr gut und die Bälle sind ja eigentlich viel wertvoller, viel mehr Unterschriften drauf. Und wir wollen starten, jeweils für jeden Ball mit 80 Euro. Wer möchte 80 Euro für... Charity Challenge 2010. Und Bernd vom ADAC hat es ja so gesagt, die versuchen wirklich, alle, die jetzt hier bezahlt haben, beziehungsweise gespendet haben, dass sie auch alle noch ankommen. Der Regen hat es jetzt ein bisschen verzögert, erst die Leute sind panisch geworden und haben gesagt, ich komme heute nicht mehr dran. Aber das wird alles hier, das wird flauschi-bauschi hier. Das wird ein schöner Veranstaltung.